Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch im Namen der Beigeordneten der Stadt darf ich Ihnen schöne Weihnachten wünschen und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Ganz schnell neigt sich das Jahr jetzt zu Ende. Vieles ist passiert, manches beunruhigt uns und erst recht, wenn wir in die Welt schauen, wie es dazugeht. Da hoffen wir darauf, dass ein wenig Weihnachtsfrieden ist. Den wünsche ich auf jeden Fall Ihnen allen. Mein Dank gilt natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, die dafür sorgen, dass das bei uns einigermaßen rund läuft. Aber auch den vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Stadt engagieren, ob in den Vereinen, ob in sozialen Einrichtungen. Ohne die würde vieles nicht funktionieren. Zuletzt der Weihnachtsmarkt, wenn da die vielen Helferinnen und Helfer nicht mitschaffen würden oder auftreten würden, hätten wir kein so schönes Fest. Ich wünsche uns allen, dass wir mit neuer Energie ins neue Jahr starten. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung jetzt vor Weihnachten beschlossen, dass sogenannte wiederkehrende Beiträge eingeführt werden. Das führt dazu, dass wir nächstes Jahr verschiedene Straßenbaumaßnahmen angehen können. Also Baustellen, nicht nur wegen Glasfaser, bleiben uns erhalten. Nochmals Ihnen alles Gute. Manche werde ich noch sehen, den anderen sage ich bis ins nächste Jahr. Toi, toi, toi.